Hello Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich dachte, ich mache mal ein kleines Q&A bzw. Live-Update-Video. Ich glaube, das ist sehr nötig, weil jetzt etwas länger nicht auf YouTube. Ich glaube, ich habe jetzt 3 Monate lang nichts gepostet und in der Zeit ist richtig viel passiert bei mir. Und deswegen dachte ich, ich setze mich jetzt einfach mal vor die Kamera und beantworte ein paar Fragen und gebe euch einfach so ein kleines Live-Update. Ich habe hier meinen Kaffee. Habe ich mir gerade gemacht. Es ist gerade 10 Uhr morgens und ich mache mich gerade ready für den Tag. Habe hier meine Make-up-Tasche und ich werde mich jetzt einfach ein bisschen schminken und währenddessen eure Fragen beantworten. Ich habe auf Instagram einige Fragen bekommen, vor allem eben zu den Themen, die ich jetzt ein paar Monate lang einfach ignoriert habe auf Social Media. Zum einen eben meine neue Wohnung und Beziehung und Freunde und generell, wie es mir so geht, Uni, alles Mögliche. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal auf die ganzen Fragen eingehen. Ich denke, dann fangen wir einfach direkt mal an mit dem Video und mit meinem Make-up. Ich werde auch zwischendurch immer ein bisschen was zu meinem Make-up sagen. Zuerst benutze ich immer diesen Primer von Douglas. Ich weiß gar nicht, ob ich den so gut finde, aber ich habe den und deswegen benutze ich den einfach und mache den leer, damit ich das Produkt nicht verschwende. Ich finde, der hat ein bisschen eine komische, gewöhnungsbedürftige Konsistenz. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es überhaupt irgendwas bringt. Und dann benutze ich immer den Charlotte Tilbury Flawless Filter. Meiner ist auch bald leer. Ich muss den neu kaufen. Ich habe den in der Farbe 2. Aber ich finde den richtig, richtig gut. Also der ist wirklich jeden Cent wert. Ich glaube, der kostet 40 Euro oder so. Ich habe den im Black Friday Sale tatsächlich geholt. Und da hat der, glaube ich, nur 36 gekostet. Ich wundere, ich habe gerade auch meine Haare gemacht. Also ich habe mir gerade einen Blow-Up gemacht. Das muss noch ein bisschen fallen. Deswegen sehen die gerade auch so übertrieben puffig aus. Also ich würde mal sagen, die Kategorien der Fragen sind so Wohnung, Umzug, Beziehung, Sport und Ernährung und Uni. Fangen wir einfach mal an mit der Frage, wie geht es dir momentan? Und da kann ich direkt eigentlich ganz schön viel zu sagen, weil mir geht es aktuell sehr, sehr gut. Also ich bin jetzt diese Woche, beziehungsweise letzte Woche bin ich umgezogen und wohne jetzt seit dieser Woche hier in meiner neuen Wohnung. Und ich muss sagen, es geht mir richtig, richtig gut damit. Ich bin so unglaublich glücklich hier. Ich habe so ein Glück gehabt mit dieser Wohnung. Ich weiß nicht, mit was ich dieses Glück verdient habe. Ich fühle mich so wohl hier und ich bin einfach ein Mensch. Ich brauche das richtig krass, dass ich so einen Wohlfühlort habe. Und das hatte ich jetzt sehr lange nicht. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger vor allem auf YouTube verfolgt, dann wisst ihr, dass ich mich in meiner alten Wohnung gar nicht wohl gefühlt habe und da echt nicht happy war und auch schon richtig lange eigentlich auf Wohnungssuche war. Aber es halt einfach nicht geklappt hat, was jetzt im Nachhinein auch ganz gut ist. Werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber ja, deswegen, es ging mir echt eine Zeit lang nicht so gut. Vor allem so Dezember war echt eine schwierige Phase und ja, Anfang Januar auch. Und generell die letzten 3 Monate war einfach super viel los in meinem Leben. Es hat sich super viel verändert und ich hatte nicht so eine richtige Konstante in meinem Leben. Ich hatte kein richtiges Zuhause in dem Sinne und eben nicht so einen Rückzugsort, wo ich mich wirklich zu 100% wohlfühle. Und das brauche ich einfach extrem. Und jetzt habe ich das wieder und ich merke einfach direkt, wie viel besser es mir geht und wie viel das einfach ausmacht bei mir. Deswegen würde ich sagen, all in all geht es mir echt ganz gut gerade. Ich bin gerade wieder sehr glücklich und ich freue mich auch einfach jetzt auf den Sommer. Es wird jetzt so langsam ein bisschen Frühling in Berlin. Es waren so die ersten warmen Tage und ich habe auch auf dem Wetterbericht gesehen, dass es jetzt die nächste Zeit echt wärmer werden soll. Und da freue ich mich auch extrem drauf und es wird auch nochmal einfach krass viel so verändern. Aber ja, ich freue mich auch einfach so krass auf den Sommer und auf Berlin im Sommer. Und ja, ich bin all in all sehr, sehr happy. Es gibt natürlich immer mal wieder so kleine Punkte und Baustellen, aber die hat, glaube ich, jeder, die einfach nicht perfekt laufen. Und das ist auch vollkommen okay. Und weiter geht's. Ich benutze übrigens gerade den Radiant Creamy Concealer von NARS in der Farbe Light One. Ich glaube, um dieses ganze Video sinnvoll durchzuziehen und sinnvoll zu strukturieren, muss ich jetzt die Frage der Fragen beantworten, die mir am meisten gestellt wurde und ja, wo ich auch verstehe, wieso sie am meisten gestellt wird. Bist du noch mit deinem Freund zusammen? Ich weiß nicht, wieso mir das so schwer fällt, das jetzt auf Social Media so zu veröffentlichen, aber nein, wir haben uns getrennt. Es ist auch schon eine Weile her und es ist schon Zeit vergangen und deswegen kann ich jetzt auch sagen, dass es mir gut geht damit.
Ich will nicht so genau auf jetzt die Gründe oder so eingehen, weil ja, ich möchte auch einfach seine Privatsphäre da nicht intruden, indem ich das jetzt hier alles online erzähle. Aber wir sind sehr im Guten auseinandergegangen. Wir haben auch noch Kontakt und wir haben ja auch noch die Wohnung zusammen. Wir haben ja zusammen gelebt und es ist alles gut zwischen uns. Es ist nichts irgendwie vorgefallen oder passiert. Aber ja, es hat einfach nicht mehr so richtig gepasst. Und ja, jetzt kommt gerade richtig krass die Sonne hier. Man scheint mir richtig ins Gesicht. Ich hoffe, das ist okay von dem Licht her. Aber ja, deswegen bin ich auch ausgezogen. Ja, er bleibt jetzt in der Wohnung und ich bin ausgezogen. Aber das ist auch vollkommen okay, weil ich wollte ja sowieso ausziehen. Ich benutze jetzt von Milk Makeup den Contouring Stick. Der sieht richtig schlimm aus bei mir. Der ist nämlich leer, aber dieses Teil kostet einfach 20 Euro. Deswegen versuche ich, das ganze Produkt da rauszukratzen und davon so viel zu benutzen, wie es geht. Aber zurück zur Frage. Das ist richtig krass, weil wir waren einfach 4,5 Jahre zusammen. Wir kannten uns 5 Jahre. Und ja, es ist schon eine richtig große Veränderung. Ich war auch gefühlt noch nie in meinem Leben so richtig auf mich alleine gestellt und ja, Single. Und es ist eine sehr, sehr neue Erfahrung jetzt für mich. Und ich merke, dass ich das auch einfach gebraucht habe, nochmal so eine Zeit zu haben, wo ich wirklich für mich bin, einfach, wo ich von niemandem irgendwie abhängig bin, weil ich gefühlt mein Leben lang einfach immer abhängig von irgendwelchen Leuten war. Sei es meine Eltern gewesen, weil ich halt einfach ein Kind war. Oder ja, dann war ich in einer Beziehung, in die bin ich rein, als ich 15 war. Und dann bin ich quasi von der einen Beziehung direkt in die nächste und in der war ich jetzt bis jetzt eben. Und jetzt bin ich 21 und bin das erste Mal so richtig irgendwie auf mich alleine gestellt und es fühlt sich ehrlich gesagt richtig gut an. Klar, es ist scary irgendwo, aber ich finde es auch einfach wichtig. Es ist nicht für jeden was und es gibt Leute, die sind mit ihrem Highschool-Sweetheart zusammen und bleiben auch für immer zusammen und das funktioniert. Ich muss sagen, für mich war das jetzt einfach ein sehr wichtiger Schritt, weil ich das wirklich einfach gebraucht habe. Außerdem ist jetzt auch alleine wohnen nochmal ein, ja, was ganz, ganz Neues, was ich auch nicht weiß, wie das jetzt für mich wird, weil ich wohne seit 3 Tagen alleine und bisher läuft es ganz gut, aber ja, wir werden sehen, was noch so dabei rumkommt. Aber ja, ich merke einfach krass, dass ich diese Zeit sehr, sehr genieße und die auch wirklich brauche. Außerdem sind mein Ex-Freund und ich zusammengekommen, als wir 16 waren und wir haben uns einfach beide so krass verändert und haben uns beide so in andere Richtungen entwickelt und wir haben einfach gemerkt, dass es jetzt zum Ende hin einfach nicht mehr so gepasst hat. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Ich will ihm gar keine Worte in den Mund legen, aber so war es für mich und ja, das ist eigentlich so das größte Update. Die meisten Freunde von mir kennen mich auch nur in Beziehungen und es ist wirklich crazy, dass ich jetzt einfach nicht mehr in einer Beziehung bin. Ich check's auch manchmal selber noch nicht so richtig. Jetzt, wo der Elephant in the Room raus ist, können wir auch ganz mal weitermachen. Ziehst du alleine in deine neue Wohnung? Habe ich ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ja, ich wohne alleine hier. Und dann kam auch noch die Frage, wohnst du jetzt mit Toni zusammen? Weil ich habe ja jetzt quasi übergangsweise, habe ich 3 Monate lang bei meiner besten Freundin Toni gewohnt. Sie hat mich netterweise aufgenommen. Ich bin dann nämlich ausgezogen, als ich mich getrennt habe. Hatte dann natürlich erstmal nicht direkt eine Wohnung und Toni hat mich dann netterweise bei sich einziehen lassen. Sie hat mich eine relativ große Wohnung und da war Platz für uns beide. Und das hat auch echt erstaunlich gut geklappt. Ich habe noch nie eine Person kennengelernt, mit der ich so gut klargekommen bin. Auf so eine lange Zeit, wir haben jetzt wirklich 3 Monate lang zusammengelebt und es hat einfach quasi einwandfrei geklappt, was ja echt nicht normal ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir wirklich keine separaten Zimmer hatten. Das ist wirklich krass. Ich bin so unglaublich dankbar für Toni und die Zeit, die ich jetzt mit Toni hatte, das war echt eine super tolle Zeit. Und die geht jetzt natürlich auch weiter, aber ja, so dieses intensive Zusammenwohnen fällt jetzt natürlich erstmal weg. Wir hatten auch tatsächlich überlegt, ob wir in eine WG ziehen und wir haben auch zusammen nach Wohnungen geschaut. Aber ich habe halt einfach gesagt, das, was ich jetzt zuerst finde, hat Priorität und das werde ich dann nehmen. Und hätte ich jetzt eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung gefunden, wären wir zusammengezogen. Aber dadurch, dass ich jetzt eben diese Wohnung bekommen habe, habe ich dann eben gesagt, ich mache das und schaue nicht mehr weiter. Weil wenn ihr in Berlin wohnt oder wenn ihr generell auf Wohnungssuche seid, dann wisst ihr, was das für ein Pain und ein Struggle ist, eine Wohnung zu finden. Und
ja, man muss einfach nehmen, was man kriegen kann. Dann können wir eigentlich auch schon weitermachen mit der nächsten Frage. Wie hat sie die Wohnung bekommen? Ich habe tatsächlich Glück gehabt und habe sie einfach über ImmoScout bekommen. Ich habe bei ImmoScout einen Besichtigungstermin bekommen und dann habe ich die Wohnung, also dann habe ich die Wohnung besichtigt, ganz normal. Ich mache übrigens gerade Blush und ich habe da einmal den von MAC Makeup und den von Charlotte Tilbury. Die kombiniere ich ganz gerne, weil die so einen schönen glowy Look dann geben. War ich jetzt stehen geblieben? Genau, dass ich die Wohnung über ImmoScout bekommen habe, das habe ich gesagt. Ich habe die Besichtigung gehabt und ich hätte auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ich diese Wohnung bekomme. Ich war auch einfach an dem Tag, ich hatte eine Prüfung und ich musste früher von der Prüfung gehen für die Wohnungsbesichtigung. Und meine Dozentin hat mich glücklicherweise gehen lassen, weil sonst wäre ich nie an die Wohnung gekommen. Und ich habe dann die Wohnung besichtigt und habe eigentlich sofort meine Bewerbung abgeschickt. Also ich bin nach Hause gekommen und habe so eine Stunde später einfach meine Bewerbung rausgeschickt. Und dann habe ich, glaube ich, so eine Woche später ungefähr, habe ich einen Anruf bekommen und ich war witzigerweise gerade in der Dusche. Ich habe den Anruf bekommen von einer fremden Nummer und ich dachte, meine Kaffeemaschine ist abholbereit, weil meine Kaffeemaschine in der Reparatur war. Und ich dachte, ja, der Kaffeemaschinenmensch ruft mich an und sagt, ich kann die abholen kommen. Und dann bin ich reingegangen, ich war so im Handtuch komplett nass. Und dann meinte der Typ, ja, hallo, wir rufen an wegen der Wohnung in der So-und-So-Straße. Wir können Ihnen einen Mietvertrag anbieten. Und ich stand da so, ich war so, was? Ich habe einfach, stand wirklich so und ich habe gesagt, wie bitte? Und er so, ja, wir können Ihnen einen Mietvertrag anbieten. Und ich so, ah, cool, danke. Ich war so überfordert mit meinem Leben. Ich bin gar nicht drauf klargekommen. Ich habe gezittert. Ich dachte die ganze Zeit so, das ist nicht echt, das ist nicht echt. Dann habe ich sofort meine Mutter angerufen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen überlegt, ob ich die Wohnung jetzt nehme oder nicht und sind dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Wohnung nehmen werde. Das war, wie ich die Wohnung bekommen habe. Ich kann auch noch mal ein paar kleine Tipps geben für Wohnungssuche, aber ich muss ehrlich sagen, bei mir war es jetzt bei beiden Wohnungen, die ich in Berlin bekommen habe, einfach Glück und ich habe einfach beide über ImmoScout bekommen. Ich glaube, am allerwichtigsten ist es einfach schnell zu sein. Man muss einfach extrem schnell sein. Ich hatte bei allen Immobilienplattformen alle Benachrichtigungen an. Ich war wirklich dauerhaft am Handy. Ich habe alles sofort angeklickt. Sobald ich eine Benachrichtigung bekommen habe, hier ist eine neue Wohnung reingestellt. Ich habe sofort alles angeschrieben. Ich hatte so verschiedene Texte vorgeschrieben. Einmal so formell, einmal so persönlicher und für jede Art von Wohnung quasi. Also ich habe mich auf 1-Zimmer, 2-Zimmer und 3-Zimmer Wohnungen beworben, wegen WG mit Toni. Und ich hatte für alles quasi so einen vorgeschriebenen Text, den ich dann einfach copy and pasten musste und halt den Namen noch ändern musste. Und das habe ich immer gemacht. eBay Kleinanzeigen. Über eBay Kleinanzeigen sind wir tatsächlich, als ich mit meinem Ex-Freund zusammen noch Wohnungen gesucht habe, waren wir ziemlich nah dran, eine Wohnung zu bekommen über eBay. Das ist auch immer ganz gut. Ich wusste tatsächlich nicht, dass man Wohnungen über eBay Kleinanzeigen bekommt oder bekommen kann oder generell, dass das so ein Ding ist. Aber das habe ich dann erst gelernt, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich benutze jetzt so einen, wie heißt das, Bronzer und den benutze ich quasi, um ein bisschen meine Contouring und whatever zu setten. Genau, eBay Kleinanzeigen, auch da einfach alle Benachrichtigungen anmachen und wirklich schnell sein. Und dann, sobald man bei einer Besichtigung ist, ich glaube, das war auch, wie ich diese Wohnung bekommen habe, einfach auch da schnell sein. Nach der Besichtigung direkt die Entscheidung treffen, will ich mich bewerben oder nicht, und direkt die Bewerbung rausschicken. Am besten alle Unterlagen ready haben. Wenn du Student bist, dann auch die Unterlagen deiner Eltern ready haben für eine Bürgschaft oder dass eben die Eltern in den Mietvertrag reingehen, weil bei Vermieter das natürlich nicht so gerne sehen, wenn man Student ist und kein irgendwie stetiges Einkommen hat. Und dann, ja, ist es eben besser, wenn man die Eltern mit in den Mietvertrag nimmt, wenn das irgendwie möglich ist. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich kenne so viele Leute in Berlin, die auf Wohnungssuche sind. Postet auf Instagram, dass ihr eine Wohnung sucht, dass Leute das auf dem Schirm haben, postet das auch öfter. Und ja, man muss einfach alles machen. Man muss alles tun für Wohnungen. Das ist richtig schlimm. Deswegen bin ich auch umso dankbarer, dass ich jetzt wirklich eine Wohnung habe und dann auch noch so eine Wohnung habe, für die ich nicht mal jetzt irgendwie ein Vermögen ausgebe, sondern die echt bezahlbar ist. Okay, ich habe viel zu lange jetzt über diese Wohnungsfrage geredet. Kannst du uns deine Wohnung mal zeigen? Ich werde auf jeden Fall dieses Mal wirklich eine Roomtour machen. Ich weiß, bei meiner letzten Wohnung habe ich es auch gesagt. Habe es letztendlich nicht gemacht. Aber ich muss sagen, das lag einfach daran, dass ich mich nie so richtig 100% wohlgefühlt habe in meiner alten Wohnung. Und irgendwie immer irgendwas gefehlt hat und ich dann mich nicht wohlgefühlt habe, die so zu zeigen.
Nachhinein hätte ich einfach mal eine Roomtour machen sollen, weil ganz ehrlich, wäre niemandem aufgefallen, so die Sachen, die mich gestört haben. Aber habe ich jetzt nicht gemacht und jetzt sind meine Möbel schon draußen. Ja, so ist es jetzt halt. Aber in dieser Wohnung werde ich 100% eine Roomtour machen, weil ich diese Wohnung so sehr liebe. Ich bin jetzt schon so verliebt und hier steht noch nicht mal gefühlt irgendwas drin. Also ich habe jetzt ein Bett, einen Schreibtisch und einen Spiegel und ja, die Küche ist heute kommen meine Regale. Hier werde ich auf jeden Fall eine Roomtour machen. Es wird noch ein paar Monate dauern, bis es so komplett fertig ist. Aber in meinem Umzugsblog kommt auch schon mal eine Empty Roomtour. Da seht ihr, wie alles leer aussieht und wie auch alles außer bevor ich hier irgendwie gestrichen habe und eingerichtet habe und so. Und ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Also ihr werdet die Wohnung sehen und ihr werdet auch beim kompletten Prozess dabei sein, wie ich sie einrichte. Wie ging es dir und wann kommt das nächste Video? Das habe ich ja auch vorhin schon ein bisschen beantwortet. Mir ging es jetzt einfach die letzten 3 Monate nicht so gut. Aber ich will auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßig YouTube machen. Ich habe auch schon einige Videos geplant. Ja, es wird auf jeden Fall, mein Ziel ist es, wöchentlich zu posten. Ich habe aber jetzt auch schon einige Videos. Ich habe Umzugsvlogs, ich habe dieses Video, es kommt noch ein ganz normaler Vlog. Ich vlogge auch gerade so die Uniwoche. Und ja, ich bin super hyped, jetzt wieder mit YouTube durchzustarten. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall auch gerne, was ihr so auf YouTube sehen wollt und auch auf Instagram, was ihr sehen wollt. Welche Richtungen ihr so mögt, ob ihr einfach Vlogs wollt, ob ihr irgendwie Fashion, keine Ahnung. Schreibt mir einfach, was ihr sehen wollt und dann setze ich das um. Auch eine süße Frage, wie hast du deine Freundinnen kennengelernt? Ich finde es richtig witzig, weil zum Beispiel Toni ist jetzt mittlerweile so einfach meine beste Freundin. Ich vergesse die ganze Zeit mein Make-up weiterzumachen vor lauter Reden. Und Toni habe ich tatsächlich über TikTok kennengelernt. Sie hat nämlich mal einen TikTok gepostet, als sie neu in Berlin war. Und ich habe kommentiert, ja, ich bin auch neu in Berlin. Und dann hat sie mich angeschrieben und dann haben wir uns aber ewig irgendwie nicht getroffen. Und dann haben wir uns so, ich glaube, 1,5 Jahre später oder so, haben wir irgendwie nochmal auf eine Story voneinander geantwortet und dann haben wir uns getroffen und das ist jetzt ein Jahr her, also wir kennen uns noch gar nicht so lange und ja, jetzt vor allem natürlich seit den letzten 3 Monaten sind wir einfach wirklich so, wir sind wirklich unzertrennlich, wir sind gefühlt eine Person. Wir nerven auch extrem, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es ist echt nicht so nice, das mit uns zu zweit auszuhalten. So habe ich Toni kennengelernt und meine restlichen Freundinnen habe ich eigentlich alle entweder durch Social Media und Events kennengelernt. Da habe ich jetzt mittlerweile auch einige Leute in Berlin, denen ich mich richtig gut verstehe, die ich einfach durch Social Media kennengelernt habe, was auch echt nice ist, weil es einfach so eine coole Möglichkeit ist, dann auch mit Leuten so zu connecten, die einfach genau das Gleiche machen wie man selbst. Und dann natürlich der Rest meiner Freunde kommt so aus der Schule, aus meiner Heimat. Und so von der Zeit. Ich muss jetzt mal meinen Eyeliner machen. Okay, mein Kamera-Akku war leer. Nicht wundern, falls sich jetzt der Winkel ein bisschen verändert hat. Der Eyeliner bzw. Kajal, den ich benutze, ist der Contour & Glide Kajal von Trended Up. Den finde ich auch echt richtig, richtig gut. Den benutze ich auch schon sehr lange. Und den verblende ich dann mit so einem angewickelten Pinsel. Und jetzt mache ich noch schnell meine Wimpern. Dafür benutze ich einmal so eine Wimpernzange von Tweezerman. Und diese beiden Mascaras aktuell. Von L'Oreal einmal die Lash Paradise Mascara und von Catrice die Glam & Doll Mascara. Genau, dann kamen noch ein paar Fragen zu meinem Studium. Zum einen, ob ich zufrieden bin mit meinem Studium. Und ich glaube, ich werde mal nach meinem Studium in einem Jahr ein ausführliches Video dazu machen. Ich sag mal so, ich finde das Studium eigentlich cool. Aber ich würde es nicht nochmal machen und ich würde auch nicht nochmal privat studieren. Es ist einfach so viel Geld und ich persönlich finde, das lohnt sich nicht. Aber das ist meine eigene Meinung. Das sieht auch jeder, glaube ich, ein bisschen anders. Ich werde da jetzt nicht genau drauf eingehen, aber ich werde, glaube ich, am Ende meines Studiums nochmal ein Video darüber machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber so die Inhalte sind eigentlich ganz cool. Die Umsetzung passt mir einfach manchmal nicht. Und ja, das ist alles, was ich so dazu sagen kann jetzt erstmal. Dann kamen noch ein paar Fragen zu Sport und Ernährung und ich will immer noch so ein richtiges Sport- und Ernährungsvideo machen. Ich muss aber sagen, ich war jetzt dadurch, dass die letzten 3 Monate so crazy waren und ich einfach keine richtige Routine in meinem Leben hatte, habe ich voll wenig auf Sport geachtet und war da auch richtig raus und habe jetzt gerade gefühlt so fast so einen Neuanfang. Also nicht einen Neuanfang, ich war ja immer noch zwischendurch im Gym. Aber, also ich habe jetzt echt nicht viel Sport gemacht in letzter Zeit. Da hat jemand gefragt, wie stark achtest du auf deine Ernährung und auch im Zusammenhang mit Sport. Ich muss sagen, die letzte Zeit habe ich wirklich null auf meine Ernährung geachtet. Ich habe einfach gegessen, was ich wollte und worauf ich Bock hatte.
Davor habe ich schon echt immer versucht, so gesund wie es geht zu essen und viel selbst zu kochen und so. Das habe ich jetzt total schleifen lassen, aber jetzt, wo ich wieder alleine wohne und wieder meine eigene Küche habe und so und ja, einfach so meinen Space habe, will ich auf jeden Fall wieder anfangen, richtig zu kochen. Ich habe richtig Lust darauf. Ich bin auch richtig motiviert, jetzt Sport und Ernährung, vor allem jetzt vor dem Sommer, wieder ein bisschen durchzuziehen, weil ja, ich mich einfach auch gerade, ehrlich gesagt, nicht so wohl in meinem Körper fühle. Deswegen will ich auf jeden Fall da jetzt wieder ein bisschen mehr durchziehen. Durchziehen heißt bei mir nicht, dass ich jetzt anfange, Kalorien zu zählen und nur noch Salatblätter zu essen, sondern dass ich einfach versuche, jetzt wieder ein bisschen ausgewogener zu essen, mehr selbst zu kochen, frischer zu kochen, ein bisschen weniger Alkohol zu trinken. Ja, einfach generell ein bisschen mehr darauf achten möchte, was ich zu mir nehme. Aber ja, ich muss sagen, die letzte Zeit habe ich echt nicht so viel darauf geachtet. Und ich glaube, das kommt vielleicht auch ein bisschen überraschend, weil ich glaube, man sieht das auf Social Media gar nicht so richtig, eben so abging und wie es wirklich war. Ich habe wirklich tagelang in Folge Nudeln mit Butter und Parmesan gegessen. Und das kenne ich von mir nicht. Also es ist nicht schlimm, aber das kenne ich von mir einfach nicht, weil ich halt eine Zeit lang wirklich immer richtig frisch gekocht habe und so. Und ja, aber das habe ich dann natürlich auch nicht gepostet. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ein bisschen mehr Reality, aber ich versuche das jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen. Der letzte Step für mein Make-up sind jetzt meine Augenbrauen und die kämme ich einfach mit so einem Wimpern-Dings ein bisschen hoch und dann fixe ich die mit Haarspray oder Got2B-Kleber, wobei der immer so Rückstände bei mir macht und das mag ich nicht so gerne. Ich hole gleich mal mein Haarspray. Aber ich gucke jetzt mal noch wegen den Fragen. Was ist deine wöchentliche Sportroutine? Aktuell habe ich ehrlich gesagt keine. Wie gesagt, Sport und Ernährung waren nicht so an erster Stelle bei mir. Aber wenn ich jetzt wieder anfange, will ich... Ich glaube, mein Ziel ist es jetzt, viermal die Woche ins Gym zu gehen und einmal die Woche Pilates. Und im Gym mache ich dann einen Leg Day, einen Cardio Day, Upper Body Day und vielleicht noch einen Full Body oder zweimal Leg Day, je nachdem. Oder zweimal Cardio, das werde ich immer ein bisschen variieren. Und dann einmal Pilates zu Hause. Weil ich das auch eine Zeit lang echt gerne gemacht habe und das jetzt auch vor lange nicht mehr gemacht habe irgendwie. Ich würde auch gerne mal wieder irgendwie einen Spinning-Kurs, aber bei meinem neuen Gym gibt es keinen Spinning. Das finde ich ein bisschen traurig, deswegen muss ich mal schauen. Da werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen. Ich glaube, ich werde mal so ein Video machen, so Getting Back to My Gym Routine und dann zeigen, so was ich mache im Gym. Ich poste auch immer auf Instagram meine Routinen, wenn ich im Gym war. Da habe ich auch ein Highlight, das heißt Gym. Könnt ihr sehen, was ich so mache. Also folgt mir sehr gerne auf Instagram, wenn euch das Thema interessiert. Ich mache auch ab und zu mal irgendwie Sportreels oder so. Ja, ich glaube, da ist Instagram der spannendere Ort. Und dann hat noch jemand gefragt, wie schaffst du es so diszipliniert, Sport durchzuziehen? I don't. Ich hatte eine Zeit, da habe ich es echt krass durchgezogen. Aber ich muss auch sagen, das war halt einfach eine Phase. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so gesund war irgendwann. Ich war teilweise 6-mal die Woche im Fitnessstudio und war schon so ein bisschen obsessive, aber ja, jetzt die letzte Zeit habe ich wirklich überhaupt nicht durchgezogen und vielleicht sieht es auf Social Media so aus, als würde ich so voll durchziehen, aber ja, habe ich nicht so krass gemacht, aber jetzt will ich wieder anfangen. Ich glaube, jetzt ist meine Motivation einfach der Sommer und dass ich mich gerade einfach nicht so wohl in meinem Körper fühle. Wie gesagt, ich werde euch da bei der ganzen Journey aber auch mitnehmen. Ich benutze jetzt von Andrew Fitzsimmons das Haarspray für meine Augenbrauen. So, und das war's eigentlich mit meinem Make-up. Mache ich mir meine Spangen raus. Ich habe vorhin mir nämlich ein Blowout gemacht. Ja, das ist mein... Ah nein, Lippen. Oh mein Gott, Lippen habe ich vergessen. Auf den Lippen benutze ich eigentlich immer Carmex. Und dann irgendein Lipgloss. Ich benutze jetzt einfach mal den. Und irgendein Lipliner. So, und das ist jetzt mein Finished Look. Den Make-up-Look schmink ich normalerweise in 10 Minuten. Heute habe ich eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht, weil ich so viel geredet habe. Aber es war ja auch ein Q&A. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen anziehen, Schmuck dran machen. Und dann bin ich ready for the day. Und dann filme ich noch ein bisschen meinen Vlog weiter. Meine Regale kommen auch gleich an, die kann ich noch aufbauen. Und ja, das seht ihr dann alles im wahrscheinlich übernächsten Video.
Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und jetzt sind wir ein bisschen closer und ihr versteht, was jetzt die letzte Zeit so bei mir abgegangen ist. Wenn ihr so ein bisschen mehr Daily-Content sehen wollt, dann folgt mir super gerne auf Instagram. Da nehme ich euch eigentlich täglich mit. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche bei meinem nächsten YouTube-Video.